أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، erstmal bitte ich alle, dass sie nach vorne kommen, inshallah, weil die Sunna ist, dass man zusammen sitzt, und dann werden wir fortfahren, inshallah ta'ala, mit unserer Unterrichtsreihe, mit dem Bab al-Nikah, das Buch der Heirat. Und wir haben natürlich schon einige Themen, alhamdulillah, behandelt, und für jeden ist es wichtig, dass er hier nicht einfach umsonst sitzt und ich sag mal, durch die Gegend guckt und dies und das. Da kann man auch wirklich anderes machen. Wer herkommt, sollte das für Allah Azza wa Jal machen, mit der aufrichtigen Absicht, dass er etwas lernen möchte. Und mit so einer Absicht wird Allah Azza wa Jal dich auch reichlich belohnen. Und vielleicht ist es eben diese Tat, die dich in das Paradiesgarten eingelässt. Möge Allah Azza wa Jal alle hier in das Paradiesgarten eingehen lassen. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort, indem wir darüber reden, welche Frauen dürfen nicht geheiratet werden und welche? Erstmal die Frauen, die nicht geheiratet werden dürfen, sind die Al-Maharim, so nennt man sie, liebe Geschwister. Das sind die Frauen, die zur Heirat verboten sind. Allah Azza wa Jal sagt in Surah An-Nisa in der Ayah 23: Hurrimat alaykum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم und so weiter und so fort. Die Ayah ist sehr lang, liebe Geschwister, wir werden sie gleich übersetzen. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter. Ha, im Islam ist das verboten. Aber diese Generationen, diese Länder, die von sich behaupten, dass sie zivilisiert sind, hört mal, in der Schweiz überlegt man, Inzest wieder einzuführen. Und die Tochter, die 18 Jahre ist, soll selber entscheiden, ob sie zu dem Vater eine Beziehung haben möchte oder nicht. Das sind die zivilisierten Länder. Wallahi al-Azim, wie Allah manche Leute nennt, sie sind niedriger als das. Als das Vieh. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwester, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Stillmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwester, das heißt, deine Milchschwester darfst du auch nicht heiraten. Wann darfst du sie nicht heiraten? Wann ist sie deine Milchschwester? Wer sagt mir das? Wann ist jemand Milchschwester oder Milchbruder? Na? Wenn ich von einer Frau ihre Milch gucken habe, wenn sie mir gestillt hat, als ich Baby war, darf ich nicht die Tochter lassen. Okay, mal angenommen, eine Mutter hat euch beide gestillt, aber ihr seid nicht ihre leiblichen Kinder. Ja. Okay? Ihr leibliches Kind ist sowieso klar. Ja. Ja. Aber das andere Kind, was nicht ihr leibliches Kind ist, wenn sie es 5-mal sättigend gestillt hat, dann darf er dieses Mädchen nicht mehr heiraten. Sie ist seine Milchschwester. Oder umgekehrt. Pech gehabt. Okay? Eure Milchschwestern. Die Mütter eurer Frauen. Alhamdulillah. Eure Stieftöchter. Und? Das sind im Wesentlichen diejenigen. Bedeutet, liebe Geschwister, diese Frauen sind verboten zu heiraten. Du darfst sie nicht heiraten. Der Islam hat dieses verboten. Naam, das ist die erste Gruppe. Wie haben wir sie genannt? Die Mahar. Zweite Gruppe, man darf
keine Götzendienerin heiraten und eine Unzucht treiben. Einem muslimischen Mann ist es nicht erlaubt, eine Frau von den Indern zum Beispiel zu heiraten, von den Hindus, von den Kommunisten oder Götzendienern. Der Beweis dafür ist die Ayah. Allah Azza wa Jal sagt: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Und heiratet nicht die Götzendienerin, al-Mushrikat, bevor sie glauben. Bevor sie glauben, das heißt Allah einzig und alleine dient. Und eine gläubige Sklavin ist wahrlich besser als eine freie Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Allah Azza wa Jal hat in dieser Ayah die Götzendienerin verboten zu heiraten. Wer sind diese Götzendienerin? Was haben wir gesagt? Buddhisten zum Beispiel. Buddhisten, Hindus. Hindus, das sind diejenigen, die wir nicht heiraten dürfen. Naam. Die Sache ist klar im Islam. Wir kommen gleich dazu bezüglich der Frauen von Ahlul Kitab. Tayyib. Auch eine Frau, eine Muslima, die Unzucht begangen hat, sie darf nicht geheiratet werden. Eine Frau, sei sie auch eine Muslima, darf nicht geheiratet werden, wenn sie was begangen hat? Unzucht begangen hat. Allah Azza wa Jal sagt in Surah An-Nur in der Ayah 3, Azani la yankihu illa zaniya. أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Ein Unzüchtiger darf nur eine Unzüchtige oder eine Götzendienerin heiraten. Und eine, die Unzucht macht, darf nur einen Unzüchtigen oder einen Götzendiener heiraten. Für die Gläubigen aber wurde dieses verboten. Ich übersetze die Ayah. Mehmet und Leila wollen heiraten. Sie hatten vorher eine Beziehung gehabt. Intime Beziehung. Sie dürfen nicht miteinander heiraten. Es ist verboten für sie zu heiraten. Warum? Was sagt Allah Azza wa Jal? Wer heiratet die Zaniye? Nur ein Götzendiener. Nur ein Zani oder ein Götzendiener? Und umgekehrt genauso. Ein Mann darf eine Frau nicht heiraten, die Zina begangen hat. Und umgekehrt natürlich auch nicht. Eine muslimische Frau darf nicht einen muslimischen Mann heiraten, der Zina begangen hat. So ist die allgemeine Regel. So ist die allgemeine Regel. Wenn jedoch die beiden bereut haben bei Allah Azza wa Jal, eine Reue, dann ist es ihnen wieder erlaubt zu heiraten mit Bedingungen. Aber ich will auf diese Bedingungen jetzt nicht eingehen. Aber nach dieser Reue dürfen sie wieder heiraten. Aber solange sie nicht bereut haben, gelten sie was als Unzüchtige. Beide. Der Mann und die Frau, liebe Geschwister. Erster Punkt war die Mahar. Zweiter Punkt die Götzendienerin und die Unzuchttreibende. Dritter Punkt. Eine Frau, die den Islam verlassen hat. Eine, die Ridda gemacht hat, liebe Geschwister. Und das Urteil über diejenigen, die vom Islam abfallen, ist strenger in unserer Religion als das Urteil für einen Juden oder einen Christen. Sheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, sagt in Majmu' al-Fatawa, وَالْمُرْتَدُّ شَرٌ مِنَ الْكَافِرِ الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرًا. Der Murtad, der von der Religion abfällt, ist in vielfacher Hinsicht schlimmer als der Kafir. Schlimmer. Daher ist es nicht erlaubt für einen Mann, Muslim, eine Frau zu heiraten, die auch damals Muslima war, aber sie hat den Islam verlassen. Subhanallah, ich habe heute eine E-Mail bekommen. Von einer Person schreibt mir das oder fragt, die Person fragt, wie soll ich mit meinen Familienmitgliedern weiter umgehen, mit meinen Verwandten. Sie haben den Islam verlassen und machen jetzt Dawah für die Ahmadiyya, für die Qadianiyya. Ha'udhu billah. Ha'udhu billah.
والله العظيم eine Zeit der Fitna. Weil manche Leute natürlich jetzt durch dieses Bild, was ISIS hergibt, was machen? Hä? Den Islam sogar unter Umständen verlassen. Weil sie gar keine Ahnung vom Islam haben, weil sie nie gelernt haben, was Islam ist. Und wenn manche Leute Verbrechen ausführen, dann ist das nicht im Namen des Islam. Aufpassen. Aber eine Zeit der Fitna, liebe Geschwister. Ein Kafir bedeutet jemand, der den Islam verlassen hat. Ein Murtad ist schlimmer als ein Kafir Asli. Das heißt, als ein ursprünglicher Kafir. Warum? Wer sagt mir warum? Einer könnte jetzt die Frage stellen, er könnte die Frage und berechtigterweise stellen, ich verstehe das nicht. Ihr dürft doch Frauen von Ahlul Kitab heiraten. Jüdinnen und Christinnen, richtig? Ist erlaubt oder nicht? Nur wenn sie keinen Sinn haben. Jüdinnen oder Christinnen dürfen wir heiraten, ja oder nein? Ja. Beten sie Allah einzig und alleine? Nein. Das heißt, sie sind auch was? Götzendiener. Warum dürfen wir ein von Ahlul Kitab heiraten, eine Frau von Ahlul Kitab heiraten, aber nicht eine, die Ridda gemacht hat, die den Islam verlassen hat? Wer sagt mir das? Aber gut überlegen, nicht irgendwas sagen, das ist Religion. Habe ich dann? Weil die Dienst an Allah glauben. Die glauben, dass ein Gott existiert. Vielleicht, weil diese Frau, die den Islam verlassen hat, den Islam kannte. Sie kannte durch ihre Umgebung, dass es Allah einzig allein gibt, dass die Leute ihn anbeten und trotzdem nicht sie das gefasst hat, yani, und den Islam verlassen hat. Ich liebe Beweise, so wie ihr mich kennt. Wer hat einen Dalil? Wer hat einen Beweis? Tfadda. Vielleicht, weil der Mann mehr Einfluss auf die Kinder hat. Eine Frage. Hat Allah uns erlaubt, im Koran die Frauen der Schrift zu heiraten? Ja oder nein? Ja. Und die andere auch? Die den Islam verlassen hat? Nein. Hat uns nicht. Selbst wenn eine jetzt Ritter gemacht hat, ja, sie hat ihre Religion verlassen und sie sagt, ich bin jetzt Jüdin oder Christin geworden. Nach unserer Religion ist sie niemals Jüdin oder Christin geworden. Ist sie nicht. Nach unserer Religion, nein, ist sie nicht geworden. Denn was war ihr Ursprung? Muslima. Und wenn einer den Islam verlässt, gibt es ein klares Urteil. Ha? Und deswegen ist die Sache so, dass sie niemals etwas anderes werden kann. Und damit ist die Heirat mit dieser Frau verboten, liebe Geschwister. Eine Frage, dürfen wir von Ahlul Kitab Fleisch essen? Ja oder nein? Wenn sie es, nicht einfach so, ja, wenn sie es schlachten. Für Allah, sie werden für Allah schlachten. Ahlul Kitab schlachten für Allah. Wenn sie es schlachten, dürfen wir ihr Fleisch essen. Wir dürfen ihre Frauen heiraten. Das heißt, es gibt schon einen Unterschied zwischen Ahlul Kitab und den anderen Mushrikin. So ist die Sache, liebe Geschwister. Immer mit einem Beweis reden. Dann haben wir auch, ein Muslima darf keinen Kafir heiraten. Es ist verboten nach dem islamischen Gesetz, und das als Ijma aller muslimischer Gelehrten, dass eine Muslima einen Kafir heiratet. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Mumtahana in der Ayat 10, فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. Allah Azza wa Jal sagt, wenn ihr sie als gläubige Frauen erkannt habt, o ihr gläubigen Männer, dann schickt sie nicht wieder zurück zu den Kuffar, denn diese Frauen sind weder erlaubt für die Männer, noch sind diese Männer erlaubt für diese Frauen. Klare Ayah? Klare Ayah. In Surah Al-Mumtahana, liebe Geschwister. Das bedeutet, eine muslimische Frau darf nicht einen Götzendiener heiraten, jemand etwas anderes als ein Muslim. Und jetzt, subhanallah al-Azim, schaut mal, wie unser Verstand funktioniert im Islam. Eine Frau könnte jetzt sagen, warum dürft ihr Männer, aber wir nicht. Was sagen wir ihr? Weil wir die Verantwortung haben. Nein, das ist falsche Antwort. Weil wir Beweise dafür haben. Weil Allah das so sagt.
Diese Religion ist nicht nach meinem oder nach eurem Kopf, nach meinem oder nach eurem Verständnis. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surah Al-Ahzab, es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und für eine gläubige Frau, wenn Allah und sein Gesandter in einer Sache eine Entscheidung getroffen haben. Hat Allah eine Entscheidung getroffen bezüglich Männer, ob sie Ahlul Kitab heiraten können? Ja. Und auch eine Entscheidung getroffen, ob die Frau Ahlul Kitab heiraten kann? Auch sie darf es nicht. Dann geziemt es sich nicht für einen Gläubigen, dass er hier eine eigene freie Entscheidung trifft. Wenn er sich was nennt? Ein Muslim. Na, das heißt, es ist in keinem Fall erlaubt. Und leider, guckt euch um, und das sehen wir natürlich, die Früchte von diesen Ländern, in denen die Mehrheitsbevölkerung keine Muslime sind. Wer heiratet heute unsere Frauen? Die Kuffar. Und das nicht erlaubt. Unsere Religion hat uns das verboten. Subhanallah, die Juden fragt man auch nicht. Ja? Wenn die Juden jetzt zum Beispiel, die dürfen ja nur unter sich heiraten, da gibt es auch klare Bedingungen, wen sie heiraten, da fragt keiner. Aber wenn wir sagen, nach unserer Religion, die Frauen dürfen die Kuffar Männer nicht heiraten, dann heißt es Jesus. So ist die Sache. Aber dabei ist das unsere Religion. Und Allah bestimmt bei uns in unserer Religion. Tay, nochmal bitte, zählen wir die Leute auf, die nicht geheiratet werden dürfen. Wie nennt? Die Maharim, die Götzendiener und Unzuchttreibende, sehr gut. Murtad. Wer, wenn die Frau, die vom Islam abfällt oder umgekehrt? Ne? Die Familie. Und? Welchen Punkt haben wir? Eine muslimische Frau darf einen Kafir nicht heiraten. Im Übrigen, ja, wenn jemand jetzt verheiratet ist mit seiner Frau, er ist verheiratet mit seiner Frau und sie fällt vom Islam ab. Mal angenommen, sie beschimpft Allah und beschimpft seinen Gesandten. Der Heiratsvertrag ist ab diesem Moment was? Ungültig geworden. Und umgekehrt genauso. Umgekehrt genauso. So ist unsere Religion. Bei uns steht an erster Stelle wer? Die Frau oder Allah? Der Mann oder Allah? Das ist bei uns die erste Stelle. Unabhängig von unseren Gefühlen gegenüber anderen Dingen. Deswegen sind wir was? Muslime. Walhamdulillah. Möge Allah Azza wa Jalla uns nur als Muslime sterben lassen. Dann lasst uns auch damit anfangen, darüber zu reden. Wer darf geheiratet werden? Erstmal, man darf mit dem Cousin bzw. mit der Cousine heiraten. Es gibt Leute, die wollen so etwas verbieten. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Das ist natürlich eine Sache, die diese Person ohne Beweis sagt. Und zu den bekanntesten Beweisen dieser Tatsache gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wen mit Fatima radiallahu anha verheiratet hat? Ihren Cousin Ali radiallahu anha. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber hat Zainab bin Jahsh geheiratet. Sie war seine Cousine, liebe Geschwister. Sie war seine Cousine. Insofern ist dieses erlaubt. Na, man darf mit dem Cousin bzw. mit der Cousine heiraten. Es gibt Länder, wo sowas sehr, sehr übel gesehen wird. Dass jemand, aber in diesem Fall sagen wir, was ist mehr zu betrachten, die Tradition oder der Islam? Der Islam. Und das ist das Wichtigste für uns. Zweitens, ein muslimischer Mann darf eine Frau von Ahlul Kitab heiraten. Das bedeutet eine Jüdin oder eine Christin. Es ist einem muslimischen Mann nicht erlaubt, irgendeine nicht-muslimische Frau zu heiraten, es sei denn, sie gehört zu den Leuten der Schrift. Jüdin oder Christin. Und wenn er aber etwas anderes heiratet, dann ist sein Heiratsvertrag was? Ungültig. Und es ist nichts anderes als Zina, was er hier diesbezüglich macht. Was das Heiraten einer christlichen oder jüdischen Frau angeht, so ist das erlaubt, gemäß dem Beweis, was Allah Azza wa Jal in Surah Al-Ma'idah in der Ayah 5 sagt, Al-Yawma uhilla lakum at-tayyibat. Heute wurden euch die guten Dinge erlaubt. Wa ta'amul ladhina utul kitab. Und das Essen von den Leuten der Schrift. Mit der Bedingung, was haben wir gesagt, dass das? Das ist der Tod. Was sind das Geschlechter? Ja, ein Argus ist Dass sie das geschlachtet haben. Dass sie das geschlachtet haben. Sehr gut. Dass sie das geschlachtet haben. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Und euer Essen ist erlaubt für die Ahlul Kitab. Döner ist für sie erlaubt. Okay? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ.
Das heißt, Allah hat uns erlaubt, passt auf, unter den Leuten der Schrift nicht irgendeine zu heiraten, sondern Al-Muhsana. Al-Muhsana. Was bedeutet Al-Muhsana? At-Tabari, Rahmatullah alayh, sagt, Muhsana bezeichnet eine Frau, die keusch und rein ist. Bedeutet, die was nicht macht, keine Sünde. Bitte finde mir hier eine in Deutschland. Findest du eine? Vielleicht. Vielleicht auch zwei oder drei. Aber das war's. Das heißt, wen willst du jetzt heiraten? Ohne Frage, es ist erlaubt, eine von Ahlul Kitab zu heiraten. Was deine Sache anbelangt, dass du sagst, praktizierend. Was heißt praktizieren? Wenn du nach praktizieren gehst, dürften die Muslime gar nicht mehr miteinander heiraten. Also was heißt praktizieren? Natürlich, sie schreibt sich dieser Religion zu und es ist erkennbar, dass sie sich dieser Religion hingibt und dass sie in dieser Religion etwas macht. Tayyib, das ist natürlich allgemein dann eine von Ahlul Kitab. Das ist eine von Ahlul Kitab. So eine darf man heiraten, wenn sie was nicht begangen hat vorher? Unzucht. Sobald sie einmal Unzucht gemacht hat, darfst du sie nicht mehr heiraten. Sobald sie einmal Unzucht gemacht hat, darfst du sie nicht mehr heiraten. Und das, subhanallah al-azim, machen viele falsch. Der vergisst diesen entscheidenden Teil. Der ist nur mit dieser Bedingung möglich, dass du zwar eine von Ahlul Kitab heiratest. Manche heiraten auch eine von Ahlul Kitab, aber ist sie Muhsana? Nein. Und damit hat er eine ungültige Ehe. A'udhu billah. Schaut mal, wenn man Jahil ist, fällt man in Sinna, ohne es zu merken, und du denkst, das, was du machst, ist Halal. Deswegen ist es Voraussetzung, dass sie Muhsana ist, liebe Geschwister, keine Unzucht vorher gemacht hat. Natürlich, die Gelehrten haben viel über dieses Wort geredet. Muhsana für uns sollte genügen, dass wir wissen, sie hat vorher keine unerlaubten, illegalen Handlungen gemacht, die es nicht mehr berechtigen, dass man sie heiratet. Dennoch, und wir haben klare Beweise, die Sahaba radiallahu anhum hatten auch Frauen von Ahlul Kitab. Zum Beispiel Uthman ibn Affan radiallahu anhum. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu wa arda war mit einer Jüdin verheiratet, liebe Geschwister. Uthman ibn Affan radiallahu anhu war mit einer Christin verheiratet. Talha ibn Ubaidullah und so weiter und so fort. Sie haben auch Frauen gehabt von Ahlul Kitab. Abdullah ibn Ahmad sagte, Rahmatullah alayh, der Sohn von Imam Ahmad. Ich fragte meinen Vater über einen muslimischen Mann, der eine christliche oder jüdische Frau heiratet. So sagte Imam Ahmad, Rahmatullah alayh, ich ziehe es für ihn vor, dass er es nicht tut. Aber falls er es tun sollte, so taten einige der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam das auch. In Ahkam Ahl al-Dhimma. Das bedeutet, liebe Geschwister, warum sagt Imam Ahmad das? Natürlich, der Beweis, dass man es tun kann, ist im Koran. So. Aber der Islam hat dieses als verpönt, als unerwünscht gesehen, dass du eine nicht praktizierende Muslime heiratest. Warum? Was sind die Folgen? Was sind die Schäden, die aus einer Ehe mit einer nicht praktizierenden Frau hervorgehen? Zum Beispiel. Bitte? Dein Iman sinkt in den Keller. Streit, viel Streit. Um vor allen Dingen welche Themen? Religiöse Themen. Nicht wegen Serien jetzt. Wegen religiöse Themen. Kinder werden vielleicht nicht islamisch. Kinder werden nicht islamisch erzogen. Du sagst zu der Frau, ich möchte, dass meine Kinder islamisch erzogen werden. Sie sagt, er soll sich das aussuchen. Wir lassen ihn in der Kirche entscheiden. Probleme über Probleme. Wenn wir nur über einen Muslima reden und ein paar Brüder haben mir erzählt, A'udhu Billah, ihre eigenen Frauen haben sich dagegen gesträubt, dass die Kinder Koranunterricht machen. Überlegt mal. A'udhu Billah. Yani, was hat man von einer Frau, die nicht praktizierend ist? Umgekehrt genauso, aber wir reden jetzt wegen Ahlul Kitab. Was hat man davon? Man hat nur Probleme in der Ehe. Das ist bei einer nicht praktizierenden Muslima. Was denkst du jetzt bei einer von Ahlul Kitab? Die möchte vielleicht ihr Kreuz ranhängen. Am Zimmer, an die Wand, die möchte ihr Kreuz ranhängen und dann, was passiert? Streit. Und so kommt das eine zum anderen. Was wird hier passieren, liebe Geschwister? Deswegen haben die Gelehrten noch eine Bedingung eingefügt.
Aber die Hauptbedingung ist, dass sie, was ist? Muhsan. Aber wenn man auch eine von Ahlul Kitab heiratet, sollte man sie in seinem Land heiraten. Das bedeutet, möchtest du eine heiraten, solltest du sie nicht wo heiraten? Nicht in Deutschland, sondern in deinem Land. Warum? Weil dort nicht alle Rechte der Frau gegeben werden. Hier gibt es alle Rechte für die Frau. Wenn eine Frau mit einem Mann Kinder hat, subhanallah al-Azim, was denkt ihr, wer kriegt immer, fast immer, ich sag zu 99% die Kinder, die Frau. So. Ein Bruder hat mir erzählt letztens, einer wurde angezeigt, weil die Frau sagte, der ist, was? Extrem radikal. Das war's. Für die Behörden reicht das. Denkt ihr, die hören noch die Ansicht von dem Mann? Ein Bruder hat mir selber erzählt, es gab einen Bruder, der war verheiratet, die waren erstmal Kuffar gewesen, dann hat er Alhamdulillah den Islam angenommen und er hat seine Frau vor der Wahl gestellt, dass sie auch den Islam annimmt, weil sonst darf er auch nicht weiter mit ihr verheiratet sein. Und die hatten ein Kind gehabt. Und diese Frau, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, war Prostituierte, der Mann wusste das nicht. Und als er das erfahren hat, wollte er natürlich sein Kind nehmen und weggehen. So, dann kam das vor Gericht. Was hat sie gesagt? Er ist radikal, dann war das Thema erledigt. So ist die Sache. Und dann, was passiert mit deinen Kindern? Wallahi, manche Brüder, die haben ihre Kinder nicht mehr gesehen. Ich habe Brüder, die rufen mich an. Yani, du kannst nur weinen, wenn du hörst, dass sie ihre Kinder nicht sehen. Allahu musta'an. Deswegen, liebe Geschwister, die Gelehrten wissen, was sie sagen. Und hier ist es besser natürlich, dass man natürlich in seinem Land heiratet, weil dort die Sache nicht so klar ist wie hier in Deutschland, dass man einfach sagt, okay, der ist der Extremist, der ist der Radikale und ich werde natürlich nur danach beurteilen, ob die Frau zufrieden ist oder nicht. Das ist natürlich Batil in unserer Religion und das ist nicht erlaubt. Das waren erstmal einige Dinge. Wir halten hier erstmal an, inshallah ta'ala, damit eure Köpfe nicht rauchen. Heute habt ihr viel Input bekommen. War das das Erste, was ihr heute gelernt habt, oder schon ein paar Sachen? Wer Fragen hat, kann das jetzt inshallah ta'ala machen. Er kann jetzt Fragen stellen und die Frauen können ihre Fragen aufschreiben. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Subhanallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn ein Muslim eine von Ahlul Kitab heiraten möchte, ja, und die gehen dann zum Imam, soll der Imam dann nachhaken, ob sie dann Jungfrau ist? Der Bruder sagt, wenn jetzt zum Beispiel ein Bruder möchte eine Frau von Ahlul Kitab heiraten, man geht zu einem Imam, weil natürlich sie hat keinen Wali, weil sie keine muslimische Verwandten hat. Wie ist das hier? Soll der Imam? Natürlich, der Imam hat hier ein paar Fragen zu stellen. Unter anderem, ob sie muhsama ist. Natürlich, weil er übernimmt die Verantwortung für diese Ehe. Na? Und unsere Muslime wissen das, dass diese Bedingung existiert. Die wissen das nicht. Er hat vielleicht keine schlechte Absicht. Er sagt, ich habe gehört, man darf sie heiraten von Ahlul Kitab. Hat er gehört von irgendeinem Sheikh. Aber vielleicht hat dieser Sheikh das nicht näher erläutert. Na, weil ein Sheikh kann auch nicht immer alles erläutern. Deswegen hat er nur die Hälfte verstanden. Und dann begibt er sich auf die Suche und heiratet tatsächlich eine von Ahlul Kitab. Aber die hat vorher Zina gemacht. Diese Ehe ist ungültig. Ab wann ist man ein Murtad? Wenn man die Religion verlassen hat, wenn man zum Beispiel Allah Azza wa Jal beschimpft, Subhana, oder wenn man den Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam beschimpft, oder wenn man die Religion Allah Azza wa Jal beschimpft, in solchen Fällen unter anderem ist man ein Murtad und hat die Religion verlassen. Nach manchen Gelehrten auch, wenn man das Gebet lässt, weil sie sind der Ansicht, dass derjenige, der nicht betet, und so stirbt, so darf man nicht auf ihn das Totengebet verrichten. Er darf nicht gewaschen werden und man macht kein Dua für ihn, nach der Ansicht mancher Gelehrten. Na. Das heißt, sie sind Kafir geworden. Bitte? Ein Murtad ist Kafir geworden. Ein Murtad hat den Islam verlassen, natürlich. Der ist schlimmer. Haben wir ja gesagt. Ein Murtad ist schlimmer als ein Judenchrist. Ja. Nein. Ich habe eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, also ein Mann, ein Muslim, er hat einen Deutschen geheiratet. Hm. Der hat mit dir ein Kind. Und sie ist nach einer Zeit, sie ist Muslimin geworden. Und er war Jahil, also er ist Jahil, er weiß das nicht. Und wenn er sie dann später betub, und er auch, wenn die das wissen, ist sie dann das erlaubt, dass sie immer noch zusammenbleiben oder müssen sie sich dann trennen? Ich beantworte die Frage allgemein, damit wir alle einen Nutzen davon haben.
ein Mann ist mit einer Kafira zusammen. Ein Muslim ist mit einer Kafira zusammen. So. Die haben eine intime Beziehung miteinander gehabt und dann wollen sie heiraten. Wie ist die Sache hier? Der Mann muss natürlich bereuen und die Frau muss den Islam annehmen. Sonst können sie nicht heiraten. Sonst ist es nicht erlaubt für sie zu heiraten. Okay? Wallahu ta'ala ala wa. Na, fadda. Wie wird das begründet, dass die Frau keine Götzenanbeter heiraten darf? Also warum ist das so? Warum ist das so, dass eine Frau keinen Götzendiener, das heißt nicht wie der Mann eine von Ahlul Kitab heiraten kann, sondern, haben wir gesagt, der Beweis ist das Ausschlaggebende und es gibt einen Konsens unter den gesamten muslimischen Gelehrten, dass eine muslimische Frau nicht jemand anderes heiraten darf, außer einem muslimischen Mann. Na, und das sind die Beweise. Was die Hikma ist, wenn du mich nach der Hikma fragst, fragst du nach der Hikma oder nach dem Grund? Pass auf, wenn ihr nach dem Grund fragt, dann sage ich euch immer nur den Beweis. Aber wenn ihr mich nach der Hikma fragt, weil ein Mann dominiert in einer Beziehung, und die Frau ist meistens der schwächere Part in einer Beziehung. Das heißt, ein Mann könnte eine Frau wohin bringen? Zu? Weg vom Islam. Verstehst du, was ich meine? Weil er dominiert in der Ehe. Und zum Beispiel hat er Geld und sie ist abhängig von ihm. Natürlich, die Frau ist abhängig. Wisst ihr das? Der Prophet Muhammad s.a.w. er nannte in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi und die Sahih, er sagte, eine jede Frau soll wissen, dass wenn sie heiratet, die Sklavin von ihrem Mann wird. Wie ist das zu verstehen, Sklavin von ihrem Mann? Hm? Ja, nicht Sklavin, Sklavin, wie manche das jetzt gerne verstehen wollen, sondern sie ist natürlich jetzt unter der Herrschaft von diesem Mann. Und er führt sie. Und er bestimmt über sie. Deswegen sagte der Prophet Muhammad, eine jede soll darauf achten, wen sie sich zum Herrn nimmt, sozusagen. Verstanden? Weil eine Frau ist natürlich der schwachere Teil in der Ehe, Achim Karim. Deswegen kann der Mann mit ihr alles machen. Vielleicht kann er sie dazu bringen, aufgrund ihrer Schwäche, aufgrund ihrer schwachen Position, dass sie vielleicht sogar den Islam verlässt. Naam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wer entscheidet was oder wie viel die Brautgabe ist? Darf das die Frau mit dem Mann ausmachen alleine? Wir haben ihr gesagt, die Frau sagt, was sie haben möchte, dann lacht der Mann darüber und dann sagt er ihr, was sie kriegt. Nein, der Mann bestimmt natürlich, aber er sollte natürlich das in Übereinstimmung mit seiner Frau machen, inshallah. Darf sich die Familie einmischen, entscheiden, das sollte sie nicht machen. Die Familie, und wegen solchen Themen gibt es viele Probleme, wisst ihr das? Weil es auf den Cent geht. Was, meine Tochter? Für 4.999, das geht nun gar nicht. Subhanallah, die verkaufen ihre Töchter wie Ware. Als ob er das Geld bekommt. Was haben wir gesagt? Wem gehört das Geld? Wem gehört diese Brautgabe? Nur der Frau, nicht dem Vater. Ha? Und deswegen sollten die das untereinander machen. Naam? Ist es nicht zu empfehlen, jemanden zu heiraten, der sich einer bestimmten Rechtsschule zuschreibt? Sollte ich jemanden heiraten, der sich einer bestimmten Rechtsschule anschließt, der von einer bestimmten Rechtsschule nimmt? Es ist kein Problem, dass eine Person von einer Rechtsschule nimmt, sobald das nicht zum fanatischen Sinne führt. Ja, das heißt, dass eine Person sagt, ist mir egal, was der Beweis sagt, ich nehme das, was diese Rechtsschule sagt. Na? Und insofern, das ist dann kein Problem, wie in der Tat, wenn eine Person eine Rechtsschule folgt, kein Problem, aber der Beweis ist an erster Stelle. Zweite Frage. Von einem anderen Thema. Ja, Jamil. Dieses Urteil über ein Gebet in einem Raum, wo Fotos von Menschen sind. Was ist mit dem Gebet in einem Raum, wo Fotos von Menschen sind? Man soll versuchen, sie abzudecken. Und besser ist, in einem anderen Raum zu beten. Ich sage dir nicht, dass das Gebet ungültig ist, aber besser ist, in einem anderen Raum zu beten. Wenn man gar nicht kann, dann das Bild abdecken. Und dann erkenntlich. Ne? Ich kann gerade nicht. Ich will gerade nicht. Ich will gerade nicht. Na, wer hat noch
alles eine Frage, damit wir das Ganze kurz fassen, inshallah. 1, 2, 3 Fragen und dann sind wir zu Ende. Tfadal, Ali. Was, wenn eine Muslime einen Kafir heiratet? Was, wenn eine Muslime einen Kafir heiratet? Die Ehe ist natürlich ungültig und sie müssen sofort getrennt werden. Während des Gebets jemand vor einem läuft? Was ist, wenn jemand vor dem Gebet vor einem läuft? Dann halte ich ihn zurück, indem ich die Hand ausstrecke. Okay? Wenn er... Das versteht, Alhamdulillah. Aber wenn ihr merkt, er will in jedem Fall durch und er ist bereit, Probleme zu machen, dann lasst ihn durch, der wird das auf seine Kappe nehmen. Na, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nannte so eine Person, der durch die Sutra geht von einer Person, er nannte ihn einen, in einer Überlieferung den Gesellen von einem Shaitan und in einer Überlieferung den Shaitan selber. Na, wallahu a'lam. Es gibt Brüder, die heiraten an Ahbash und Sufis und so. Ja. Was ist das Urteil über das Heiraten mit jemandem von Ahlul Bid'ah? Ist es sehr davon abzuraten, dass jemand mit jemandem heiratet von Ahlul Bid'ah, weil das zu vielen Problemen führen wird. Und ich weiß das sehr gut, weil zu uns auch Schwestern kommen, die haben leider Männer, die nicht unseren Weg gehen. Und wir haben schon einiges gehört, was diese Männer gemacht haben. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Das ist natürlich problematisch, wenn ihr solche Frauen oder Frauen solche Männer heiraten. Das wird früher oder später Probleme geben, gerade mit Ahbash und Sufis und so weiter und so fort. Na, barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Inshallah ta'ala erwarten wir euch dann am Mittwoch um 18 Uhr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.